Liebe Freunde von Präzisionsschüssen, willkommen bei der neuen Ausgabe der Sendung Schütze der Woche. Den richtigen Takt für diese Auswahl soll ein britischer Jagdpanzer mit einer spektakulären Munitionssprengung vorgeben. Auf Platz 9 landet die Artillerie. Die Schlacht verlief in ihren normalen Bahnen. Der Zielkreis senkte sich langsam an den richtigen Ort. Gerade in dem Moment beschloss ein EBR 105, etwas Abwechslung in die Sache zu bringen. Man muss sich schon richtig Mühe geben, um so geschickt in eine Schussbahn zu geraten. Der Ladeschütze des Oho beeilt sich, eine Granate zu laden, denn am Horizont sind zwei potenzielle Abschüsse, die nur noch von Glück und Spucke zusammengehalten werden. Eine Maus und ein T-30. Wie soll man denn da Nein sagen? Damit ist das Artillerist-Abzeichen gesichert. Unser nächster Teilnehmer gerät unter massiven Beschuss. Nicht einmal Felsbrocken retten ihn vor Treffern, denn das Feuer kommt auch noch von oben. Auf der Plusseite ist allerdings eine Treffermarkierung zu vermerken. Durch sie wurde der Angreifer schließlich auch entdeckt. Kaum ist der Löwe auf unseren Bildschirmen aufgetaucht, schon kassiert er ein Geschoss von einem T-30. Es ist nicht gelungen, ihn für seine Frechheit zu bestrafen. Doch der Abpraller, der den benachbarten Panzer trifft, ist ein Bild von einem Schuss. Ein Leichtpanzer pirscht sich an einen Radpanzer heran und hofft auf einen günstigen Augenblick für einen Schuss. Er hält meisterhaft vor und sichert sich so den entscheidenden Treffer. Der EBR 90 fliegt direkt in die Garage und jagt mit seinen Überschlägen dem Verbündeten in der Nähe einen Schrecken ein. Einen weiteren Präzisionsschuss sendet uns der Spieler in Crateboy zu. Die zerstörten Dächer von Himmelsdorf eignen sich perfekt zur Überprüfung der Schussgenauigkeit des Geschützes. Alles im grünen Bereich. Der Gegner wird vernichtet. Platz 3 belegt ein M4 Sherman. Im Gegensatz zum letzten Eintrag gibt es hier keine zerstörten Gebäude, sondern nur einen winzigen Pixel des letzten Feindes auf einer Entfernung von über einem halben Kilometer und dazu eine ungewöhnliche Flugbahn der Granate. Es folgt die Artillerie, vertreten durch einen Conqueror Gun Carriage. Eigentlich war geplant, einen Jagdpanzer zu vernichten, doch das Leuchtspurgeschoss in der Nähe korrigiert diese Pläne und bringt schließlich die Medaille Artillerist ein. Platz 1 belegt der geduldige Spieler mit dem Nickname Jas-Fan. Er findet zwischen Betonblöcken eine Durchschussmöglichkeit, wartet mit angehaltenem Atem und bewegungsloser Maus auf die Nachladung und tut das, weswegen wir uns heute hier versammelt haben. Der Schuss findet sein Ziel. Benutzt den Link in der Beschreibung und schickt uns eure besten Schüsse.
Denkt auch daran, ein gut gepanzertes Like dazulassen und abonniert unseren Kanal. Viel Glück in der Schlacht und bis bald.